Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Blackguards 2 und wir wollen weitermachen. So, suchen wir uns hier mal das nächste Opfer raus. Tja, ein von den beiden, ne? Ich glaube, der hintere... Ich werde mal gucken. Der hier hatte schon ein bisschen Schaden. Boah, das sieht Typen mal ausweichen, das ist echt schrecklich. So, ihn holen wir mal wieder ran. Ich hoffe mal, der wird das überleben. Oh, und der muss geheilt werden. Scheiße. Nur hier sind die gleich dran, ne? Wir können hier eigentlich jetzt nicht... Da müssen wir uns schon echt hier so hinstellen, ne? Das ist jetzt echt doof. Naja, da müssen wir ihn... Ihn können wir ja auch mal heilen. So, dann ist der wieder fast voll. Zurbaran, naja gut. Da können wir jetzt, glaube ich, nichts machen. Beendet Runde. Also solange das Vieh da beschäftigt ist, ist die Rolle ja von Zurbaran auch nicht so schlecht. So, wir müssen nur höllisch aufpassen, wenn der eine Typ hier down ist. Dass wir hier dann... So, das ist natürlich doof. Besser wäre es, wenn wir hier mit dem einen tauschen könnten. Dann trinkt da mal was. Macht ein Päuschen. Da sollen wir doch lieber den ersten hier machen. Ach Mensch, der weicht immer aus. Das ist echt nervig. Oh oh. Und Gott sei Dank schlägt der und macht hier nicht das, diesen, will hier nicht den Hebel betätigen. Das wäre sonst richtig blöd gewesen. So, Zurbaran ist tot oder was? Nee. Können wir den mal irgendwie hier einen Heal rübergeben? 15 Mana. Scheiße, das geht nicht. Ah, Mensch, ist das doof jetzt. Gehen wir wieder zurück. Was soll's? Nur wir müssen den Hebel jetzt hier mal. Den kann unser Zwerg gleich mal einen auf. Einen nach vorne gehen und dann ist er eher an den Gegnern dran. Okay, vergesst es. Ich mach das doch lieber. Nicht, dass da die wirklich hier jetzt rankommen. Oder ich guck gerade mal. Theoretisch kann er dann auch. Ja, dann machen wir das so. Ach ne, das ist ja jetzt gar nicht unser Zwerg. Der kann dann hier vorne hin. Dann ist ja alles wieder auch alles wieder abgedeckt, ne? Dann passt es ja eigentlich. Ah, das ist echt ein komisches. Also entweder habe ich hier eine saublöde Strategie. Oder. Ja. Oder ich weiß nicht. Ich möchte hier eigentlich nicht weggehen. Wann ist er dran? Ach, er ist direkt danach. Okay. Und das hier, das ist nur ein Bogey. Okay, dann passt das.
Dann können wir mit ihm nämlich hier jetzt wieder ein bisschen in die Range gehen von denen. So, weil die Bogies von außen, da können wir sowieso nichts machen, also... So, und er kann jetzt dann vielleicht aus zweiter Reihe sogar... Jawohl. So passt es. Ja, sie kann leider nicht viel machen. Deswegen können wir hier direkt weitermachen. Oder warte mal, wir können theoretisch können wir ja hier dieses Bewachen machen. So, ich hoffe, das geht nur auf Gegner. So, Zurbaran ist bewusstlos. Ja, das Vieh kriegen wir da auch nicht weg, ne? Das ist das Blöde. Aber dafür haben wir dann später ein paar Bogies. Ah ja, das geht, der blockt das immer ab. Aber gut, das ist halt ein bisschen langwierig hier jetzt das Level, aber naja, Hauptsache ist, wir kommen hier halbwegs voran. Also ein bisschen. So, Katzenalarm hier, so, aus der zweiten Reihe. Zurbaran regeneriert hier auch schön seine Pünktchen. Nützt ihm aber auch nicht viel, weil der jetzt, glaube ich, gerade den Löffel abgegeben hat. Ja. Aber gut, wichtig ist, dass hier das zweite Vieh nicht geholt wird. So, und wenn das Vieh sich jetzt hier hinpflanzt, dann haben wir mal ein fettes Problem, eh? Da habe ich nämlich ein bisschen Angst. So, wir müssen nämlich diese beiden Typen hier wegkriegen, ne? Der eine, den kriegen wir hoffentlich jetzt gleich weg. So, hoffentlich jetzt mit diesem Schlag schon. Jawohl, sehr schön. Und danach müssen wir mal zusehen. Oh. Ist der eine Typ hier runter? Das gefällt mir nicht so. Scheiße. Den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Wir gehen mal hier rüber. Dann mal ein bisschen Schaden. Der sticht aber auch nur zurück. Das ist gut. Dann können wir hier mal aufrücken. Oder wobei... Eigentlich auch Quatsch. Ja, wobei. Kann ich schaden. Ah, bringt's uns aber auch nicht. Also von daher ist es egal. Nee, ich glaube, ich gehe lieber wieder zurück. So, dann können wir jetzt diesen anderen Nahkampfsoldaten, den hier, den können wir dann jetzt in den nächsten Runden einmal runterhauen. Und danach sind wir schon mal ein gutes Stück weiter. Ich hoffe nur, dass wir diese verdammten Bogies von außen, dass wir die nicht... wie sollen wir die denn umbringen auch, ne? Das geht ja gar nicht. So, und ich hoffe, der Typ, der kommt nicht auf die Idee und will den Hebel betätigen. Dann sind wir nämlich geliefert. Dann sind wir nämlich richtig geliefert. Aber der boxt immer nur zurück. Nur ansonsten dauert mir das echt zu lange. So, hier können wir mal wieder heilen. So ein kleiner zumindest. Mehr hat er sowieso nicht an Lebensenergie.
So, was mich nur stört, dass wir jetzt wieder fast keine Bogies haben, ne? Eigentlich nur die Kassier selber. So. Der ist platt. Dann brauchen wir nur noch dieses blöde Vieh. Und ich guck gerade nochmal... Das könnte nützlich sein. Was wir hier... Die Hebel, die werden uns ja nichts bringen. Das Befreien, das müssen wir dann machen. Aber da würde ich halt erstmal... Da ist die nämlich bisher sicher. Also wir gehen hier einfach auf das Vieh. Und machen das platt jetzt. Das wird auch ein bisschen dauern, weil wir da nicht wirklich rangehen können. Höchstens mit unserem Zwerg. Der dann allerdings so viel Schaden bekommen wird. Das weiß ich gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, wenn man hier wenigstens diese ganzen Bogies das immer überspringen könnte. Das dauert immer so lang. Sonst wird es ja echt doppelt so schnell gehen. So, der wird jetzt aber gleich ein bisschen Schaden bekommen, weil das Vieh wird sich jetzt gleich umdrehen. Gehe ich zumindest mal sehr von aus. Genau. Aber bei nur 7 Schaden kann man das ja auch noch verkraften. So, umkreisen wir es mal so ein bisschen. Boah, also diese... Das ist dieses Szenario, das hat sich echt... Also da fehlen uns entweder denn diese Spezialattacken noch, die wir hoffentlich noch kriegen. Aber so ist es echt zäh. Und das blöde Vieh, das reckt auch immer, glaube ich, ne? Vielleicht sollten wir den Zwerg eher wegnehmen. Ja, ich glaube, bei einer Attacke kriegt er immer 10 HP wieder rauf. Vielleicht sollten wir den Zwerg dann lieber entfernen. So, wieso kann die Kassia ja eigentlich keinen Schaden auf das Ding machen? Ach, hat die keinen... Oh, hat die jetzt echt keine Pfeile mehr, oder was? Waffensets, Keule. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, ich denke nicht. So, ich nehme den Zwerg mal weg. Der kann ja schon mal hier sich aufmachen. Und dann machen wir das halt immer mit Stechen. Dann bin ich mal gespannt, wie das Vieh reagiert. Oh, scheiße. Die läuft da ja jetzt hin. Das ist doof gewesen jetzt. Das ist jetzt doof gewesen. So, der Zwerg kommt gleich an. So, und jetzt möchte ich mal genau gucken. Jetzt nehme ich gleich den Mauszeiger direkt auf das Vieh rauf und dann sehen wir ja, ob der hier irgendwie... Ja, der reckt immer hoch, ne, bei jeder Attacke, die er macht. Das ist total dämlich. Also, Cassia, sieh zu, dass du hier wegkommst. So dauert es schon lang genug. Und mit Hochrecken kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. Da bräuchten wir dann schon 10 oder 5 Krieger außenrum, die dann raufhauen. Dann kann man auch diese 5 dann immer noch verkraften. So, kann man hier eigentlich noch irgendwas machen?
Irgendwas, was man anklicken kann. Also es sieht echt nicht danach aus. Okay, machen wir mal stumpf weiter hier. So, sie sollte sich jetzt gleich mal heilen. Oh Gott. Ja. 5, oh Gott. Aber ich glaube, gerade so dieser eine Zauber, der geht. Das wäre nämlich unpraktisch, wenn die stirbt. Ah, die kriegt da, glaube ich, zu viel Schaden, ne? Die beiden Typen hier in der Ecke. Ich glaube, besser wäre es, wenn sie jetzt... Oh, das gibt's ja nicht. Ey, die treffen ja, bis auf den einen treffen die jetzt fast immer. Die Kleine. Ich bin. Kommt jetzt. So, wie sich alle zu Wort melden, die eigentlich schon hinüber sind. So, und das Vieh ist auch fast wieder hochgeheilt. Total schön. Ganz toll. So, Cassia ist bewusstlos. Unpraktisch. Ey, wie sollen wir denn hier das noch machen? Das ist ja total doof. Können wir nicht irgendwie die Fenster zumachen? Ich gehe mal zu diesem Hebel hier hin. Da muss es doch irgendeinen Trick geben, hier diese Bogies auszuschalten. Das kann ja wohl nicht angehen, ey. So, immerhin liegt keiner auf ihr drauf. So, jetzt ist sie aber wieder auf dem Boden. Oh wei, oh wei. Oh Mensch, ey, das kann echt nicht angehen hier, oder? Das ist ja sowas Blödes. So, also man kann ja schon mal nicht drehen, ne? Dass man da irgendwie reingucken kann. Nee, das bringt halt gar nichts, ne? Und da sich das Vieh auch immer hochreckt, können wir hier echt machen, was wir wollen, ne? Das ist total doof. Genau, geh mal ran. Jetzt ist sowieso alles vorbei. Also es ist... Ich habe echt keine Ahnung, was das hier soll. Ah, aber es nervt mich halt. Es nervt mich. Also wir könnten es theoretisch nochmal so versuchen, dass wir hier, wenn alle drum sind, um die drum rum sind, dann könnte man es nochmal probieren. Dann stellen sich alle ran, schlagen zu und dann reicht das dann vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Vor allem, wenn Cassia da immer so viel Schaden kriegt. So, zack, ist er nämlich wieder. Oh, ist das ein Scheiß hier, ey. Sorry, aber das macht echt keinen Spaß. Mann, 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 Mann. Tja, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir bitte machen? So ein Mist. Tja. Bin ein bisschen am Verzweifeln hier, ne?
das kann echt nicht sein. Also entweder haben wir zu wenig Tränke oder wir schaffen es irgendwie nicht, unsere Typis hier am Leben zu lassen. Am Anfang, vielleicht ist das der Fehler. Weil hier, das können wir ja kaum, da können wir ja kaum was machen, dass das Vieh hier befreit wird. Das geht ja nicht. Das eine, das haben wir zumindest schon mal so geschafft, dass es wegbleibt. Aber ich meine, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir denn machen? Das Vieh heilt sich immer hoch. Und ich weiß nicht warum. Ich passe jetzt nochmal auf hier. Kampflog, ich gucke hier jetzt nochmal ganz genau rein. Wieso das Vieh hier Springer regeneriert. Ach, jede Runde kriegt er 5 Lebenspunkte. Ah ja, jetzt haben wir den Kampf sowieso verloren. Also, oh Mann, ey, ich versuch's in der nächsten Folge nochmal und da müssen wir mal gucken. Ich überleg mir da was. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder und macht's gut bis dann und dann packen wir's vielleicht. Macht's gut.